Die Quest um den goldenen Ultraball geht weiter und damit herzlich willkommen zu einem neuen Opening-Video zum Pokémon Trading Card Game Online und zu weiteren Sonne- und Mondboostern. Ich werde nicht ruhen oder rasten, solange ich nicht meinen goldenen Ultraball habe. Und zwar aus dieser Edition, aus Sonne und Mond, wie gesagt. Und wir machen jetzt direkt das erste Pack auf. Ihr habt schon gesehen, 27 Packs haben wir aufgemacht. Und ich habe direkt jetzt hier nach dem neuen Update angefangen zu spielen. Ich muss sagen, der neue Reverse Foil im Online-Spiel sieht sowas von nice aus, beziehungsweise generell der Holo-Foil. Also ich muss sagen, oh nice, doppelte Farblos-Energie, sehr, sehr gut. Und es gibt gar nicht mehr diesen komischen Neu-Aufblinker, das ist komisch. Weil eine doppelte Farblos in Reverse hatten wir noch nicht. Merkwürdig. Also ich bin mal doch sehr, sehr gespannt, was jetzt aus den Packs rauskommt. Erfahrungsgemäß kommen die guten Puls eher Richtung Ende. Und oh, nice, ein Psyana GX Hyper Rare. So viel zu dem Thema. Lol, Alter, wie nice. Sehr, sehr cool. Und guckt euch das an. Das sieht ja mal noch viel geiler aus als vorher. Alter. Also jetzt gefallen mir die Hyper Rare Online noch viel besser. Ich finde sie im Real Life nicht ganz so cool wie online, aber nicer Scheiß. Haha, direkt am Anfang schon mal die Sonnenklopper rausgehauen. Das heißt, es kann ja eigentlich nur gut werden. Außer es kommt ein Maskering. Oh man. So. Doch, den neuen Plopper gibt es immer noch, aber. Ah, der ist direkt weg, wenn man drüber geht. Ah, okay. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Also, was so in dem ganzen Update noch so passiert ist, weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht so richtig durchgeguckt. Und wir haben einen Bundlebee Reverse und ein Costurso. Ja, wie gesagt, die neuen Reverse Foils, die sehen schon sehr, sehr cool aus. Die sind zwar nicht mehr so beweglich oder man kann zwar nicht mehr damit so interagieren, weil ihr seht, das Muster läuft jetzt einfach nur noch rüber. Früher war es so, dass wenn man mit seiner Maus hin und her geht, dass dann irgendwie in die Richtung der Foil oder dass man da dann den Foil hingesehen hat, aber den Foil an sich nicht so richtig gesehen hat. Deswegen bin ich da ganz froh, dass sie das gefixt haben. Und ein Hariyama. Leider noch nichts außer irgendwelche Rares. Jetzt mal abgesehen von dem einen, auch schon wieder ein Parasect, von unserer Hyper Rare. Worüber ich mich auf jeden Fall nicht beschweren möchte. Ich weiß gar nicht, wie viele Packs die wert ist. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal unser Hyperball in Reverse. Das ist sehr cool. Da habe ich fast ein Playset davon. Da kann ich dann auf jeden Fall schon mal die normalen austauschen. Aber ich würde natürlich kein Mangospector GX. Ah, die am meisten gehasste Donald Trump-Karte. Ach Gott. Aber hier, also das finde ich ein bisschen merkwürdig mit diesem Regenbogenmuster darüber. Aber auch ganz okay, aber die hätten wir uns auch sparen können. Egal. Weiter geht's. Ah, mit etwas Glück und auch hier beim Mixbud sieht das doch sehr, sehr, sehr nice aus. Also ich denke doch, dass sie da einen ziemlich guten Job mitgemacht haben. Geht in eine sehr, sehr gute Richtung, meiner Meinung nach. Und für das nächste Pack ein Nachtara GX in normaler Rare, in Version 1. Die habe ich noch gar nicht gehabt. Das ist cool, dass wir die jetzt auch haben. Ich glaube, die haben wir jetzt in allen Varianten. Die haben jetzt das Full als Version 1, 2 und 3. Nice, nice, nice. Schön, schön. Also, ich denke mal, wir haben bis jetzt ganz gut gepult, doch. Ein Costur, so, und ein Lapras Full Art, lol. Jetzt kommen die GX-Karten. Haha, nice. Ich muss sagen, die Karte gefällt mir designtechnisch auch ganz gut. Und ich muss sagen, die ist ja von vielen sehr, sehr underrated. Aber ich habe schon so das ein oder andere Match gegen Lapras GX verloren, weil mit dem Mana-Feed, mit dem man ja switchen kann, wenn man ja hier Wasserenergien dran gelegt hat an das Pokémon. Da ist das schon relativ gut. War 160 pro Zug, 170 sagen wir mal mit dem Kampfgeistgürtel, 190 mit Kukui. Oh, da kommt schon ein bisschen was an Damage dazu pro Zug, wenn man zwei voll aufgeladene Lapras hat natürlich. Aber das geht sogar relativ schnell. Nur in der nächsten, ah schade, im nächsten Set
wird eine Karte kommen, mit der man sich eine Wasserenergiekarte von seinem Ablagestapel an ein Pokémon anlegen kann, als Itemkarte. Und ich muss sagen, das wird OP. Und ein Lunala-Gex, normal. Das habe ich auch letztens erst wieder weggetauscht. Aber trotzdem nice, sie zu haben. Und man sieht wieder, der Foil macht die Karte nochmal viel schöner. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Und ja, wie gesagt, die Karte wird relativ gut gespielt werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Glaube ich zumindest mal, weil das Ganze gab es ja schon nice. Nochmal eine Doppelfarblose in Reverse. Und, ah, Fuego. Das gab es ja schon mal als Unlicht. Und es gab ja in Erforscher der Finsternis, das war noch Schwarz- und Weiß-Ära, ein Deck, das auch mit dieser Karte sehr, sehr gut zurechtgekommen ist und auch sehr, sehr gut funktioniert hat, während wir ja ein Brokkolos bzw. Brokkoli Full Art, nicht Full Art, aber ein Holo bekommen haben. Und deswegen, ja, also die Karte ist auf jeden Fall super, super stark. Und ein Fuego. Da bin ich, vor allem, ich bin richtig gehypt auf die nächste Version. Ich brauche jetzt meinen Secret Rare Ultra Ball, bevor die nächste, das nächste Set anfängt, denn da kommt der Secret Rare, die Secret Rare doppelt farblos Energie. Und die wollen wir natürlich auch. Das heißt, da werden ein paar Packs kommen müssen. So, wir neigen uns jetzt aber dem Ende zu. Und können wir noch mal ein bisschen was hier rauspullen? Nein, Primarena, davon haben wir schon 8 Stück. Oh mein Gott. Also wenn ihr aus dem Online-Kartenspiel ein paar Karten braucht, das Sonne und Mond. Ich habe da auf jeden Fall mal ein paar, aber nicht alle. Leider nicht alle. So, vorletztes Pack, meine Freunde. Kagama und ein Fuego GX. Die haben wir auch irgendwann mal wieder weggetauscht, weil ich davon mehrere hatte und die jetzt nicht so unglaublich spielstark ist. Ist die runtergepatcht? Ich bin gerade wegen der zweiten Angriff, war ich gerade verwirrt, aber das war von dem normalen Regular Fuego. Die Attacke, dass da, dass man Coinflip hat und pro Kopf 100 Schaden. So. Trommelwirbel für das letzte Pack. Und, Kostur, so, was soll das? Was soll das? Haben wir noch irgendwas anderes randommäßiges zum Öffnen? Natürlich. Was ist das? Lol. Warum steht da? Egal. Irgendein Grafikfail. Die gelockten Packs machen wir jetzt noch auf. Und ich denke mal, wir haben, wie gesagt, sehr gut gepult bei den Sonne- und Mond-Packs. Da kann ich mich definitiv nicht beschweren. Ich bekomme auch demnächst wieder ein paar neue Codes. Und da war leider nichts mehr drin. Und ich denke mal, dass das demnächst weitergehen kann. Und ich bin gehypt. Also ich will diesen Ultraball auf jeden Fall. Definitiv. Und den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir definitiv. So, ein Lepomentas und ein Ramos. Ist okay. Kann man mit leben. Und ich würde einfach mal sagen, das soll es dann auch mal gewesen sein mit diesem kleinen Opening. Wie gesagt, unsere Highlight-Karte aus diesem Opening war definitiv relativ am Anfang unser Psyana GX Hyper Rare. Jetzt haben wir Psyana und Nachtara als Hyper Rare jeweils gezogen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann konstruktive Kritik. Freue mich da immer über Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, habt noch einen schönen Tag und ciao!